Hallo und herzlich willkommen, liebe Heimwerkerfreunde. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich mir diesen Oberfräsentisch an meine Record Power TS 250 RS angebaut habe. Viele, die meine Videos verfolgen oder einige, die vielleicht schon mal gesehen haben, dass ich hier früher einen selbstgebauten Oberfräsentisch gehabt hatte, wissen, dass ich diese Komponenten hier vom Sauter Shop habe und die hier auch wieder eingebaut habe. Und das Ganze habe ich einfach nur deswegen gemacht, weil mir das alles räumlich hier so ein bisschen zu eng geworden ist mit diesem selbstgebauten Oberfräsentisch von damals. Ja, das Ganze habe ich hier angebaut. Ich möchte euch gerne zeigen, wie ich das gemacht habe. Wieder mal sehr ausführlich zeigen, wie ich das gemacht habe. Und vielleicht habt ihr ja auch so eine ähnliche Säge, egal ob die jetzt rot, blau oder grün ist. Vom Prinzip her kann man sowas an jede Maschine dran bauen. Und wenn euch das interessiert, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Keine Frage, ein eigenständiger Oberfräsentisch ist eine perfekte Maschine, wenn der Platz dafür vorhanden ist. Ich musste leider feststellen, dass mir meine Lösung doch eine Menge an Stellfläche in der Werkstatt genommen hat und mich gerade bei der Nutzung der Hinterzange in der Arbeit an meiner Hobelbank sehr eingeschränkt hat. Aus diesem Grund will ich mir meine vorhandenen Frästischkomponenten an meine Formatkreissäge montieren und mir dafür ein stabiles Untergestell bauen. Die Frästischplatte will ich anstelle der kleinen Tischverbreiterung montieren. Dafür muss ich sie auf die größtmögliche Nutzbreite zuschneiden. In meinem Fall ist das der runde Anschlagstreber, an der Parallelanschlag geführt wird. Meine Frästischplatte HPL 1.0 aus dem Hause Sauter Shop ist ca. 610 mm breit und 816 mm lang. Ich werde die Platte nur in der Breite kürzen und zwar so, dass ich die vorderen Aluminiumschienen für den Queranschlag weiterhin nutzen kann. Dafür muss ich die Platte vorn und hinten schneiden. Da es sich bei der Frästischplatte um eine 28 mm dicke Multiplexplatte mit Schichtstoffbelag handelt, muss ich ein geeignetes Sägeblatt wie zum Beispiel dieses Wechselzahnblatt mit 60 Zähnen für Querschnitte in Plattenwerkstoffen verwenden, um durch dessen feine Schnittgüte Ausrisse zu vermeiden. Zunächst schneide ich von der Seite, wo die Aluminium-T-Nut-Schienen sind, ein Stück ab, sodass noch ca. 12 mm von der Platte stehen bleibt. Wie ihr sehen könnt, ist der Sägeschnitt an beiden Schnittkanten absolut perfekt und ausrissfrei. Den blauen Kunststoffumleimer möchte ich wieder an die soeben geschnittene Platte ankleben und muss zuvor das geschraubte Firmenschild abnehmen. Den Parallelanschlag der Formatkreissäge muss ich dann so einstellen, dass er präzise an der Kunststoffkante entlang schneidet. Ich werde übrigens oft gefragt, ob der Parallelanschlag meiner Record Power TS 250 RS genau oder ob er sich am Ende wegdrückt und dadurch ungenau ist. Wenn ich mir den soeben abgeschnittenen Kunststoffumleimer betrachte, würde ich diese Frage, zumindest für meine Anforderungen, mit Ja, er ist genau beantworten. Bevor ich den abgesägten Anleimer anklebe, muss ich noch die Platte auf ihre endgültige Breite zusägen. Dazu musste ich vorab die beiden T-Nut-Schienen für den Fräsanschlag entfernen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt abzulängen. Die Platte hat nun eine Breite von ca. 425 mm und ist bündig mit der Anschlagstrebe des Parallelanschlags. Der Kunststoffanleimer hat noch genügend Holzrestspuren, sodass ich ihn mit einfachem Holzleim an der Multiplexplatte verkleben kann. Mit ein paar Zulagen presse ich ihn mittels Einhandzwingen fest. Während der Leim trocknet, werde ich den Auflagerahmen bauen, der die Frästischplatte abstützen wird. Dazu muss ich mir ein Sägeblatt mit 24 Zähnen für Längs- und Querschnitt in Massivholz aufschrauben. Die Rahmenhölzer für den Auflagerahmen schneide ich mir aus einer vorhandenen Buchenholzplatte in vier gleichbreite Teile auf. Die Platte ist noch beidseitig lackiert und hat zwei Löcher in der Fläche. Ich werde sie später so verbauen, dass es nicht auffallen wird. Den kompletten Rahmenunterbau für die Frästischplatte werde ich später in den Farben Grün und Gelb mit Acrylfarbe lackieren. Daher muss ich alle Hölzer mit der höheren Seite zuerst auf Breite hobeln und anschließend mit der flachen Seite auf Dicke hobeln. Die Rahmenhölzer sind winklig vorgefertigt und ich kann nun damit beginnen, die kleine Tischverbreiterung von der Säge zu entfernen. Sie ist mit vier Sechskantschrauben am Maschinenkörper und zwei Schrauben an der Anschlagstrebe befestigt. Wem das genauer interessiert, kann sich dazu mein Video zum Aufbau der TS 250 RS ansehen.
Um die Frästischplatte bündig mit dem Maschinenkörper zu verbinden, will ich einen stabilen Metallwinkel verwenden, den ich mit den vorhandenen 5 Bohrungen am Maschinentisch verschrauben werde. Die Frästischplatte wird später dann auf diesen Winkel abgelegt. Nachdem ich den Winkel auf die Länge des Maschinentisches abgesägt habe, konnte ich die vorhandenen Bohrungen des Tisches auf meinen Haltewinkel übertragen. Die so markierten Punkte habe ich dann an der Ständerbohrmaschine mit einem 8,5 mm dicken Bohrer gebohrt. In den anderen Schenkel des Metallwinkels habe ich mehrere kleine Bohrungen angebracht. Durch diese Bohrung werde ich später bei der Endmontage die Frästischplatte mit dem Winkel fixieren. Bei der Anbringung des Tragewinkels habe ich die Unterkante des Maschinentisches als Bezugspunkt gewählt, damit ich die Frästischplatte oben ausfelzen und somit flächen- und höhenbündig an den Maschinentisch der Säge schieben kann. Im Bereich der Anschlagstrebe werde ich einen weiteren Winkel montieren, der allerdings ungleichschenklig ist. Diesen Winkel benötige ich für die beiden Schrauben der Anschlagstrebe. Nur so kann ich den Sägeanschlag der Kreissäge durch Ein- und Ausschrauben der Anschlagstrebe zur Parallelität justieren. Der Winkel muss zum Sägekörper hin einseitig ausgeklinkt werden, damit er gegen den Auflagewinkel der Frästischplatte formschlüssig fixiert werden kann. Mittlerweile ist der Leim für die Kunststoffkante an der Frästischplatte ausgehärtet und ich kann einen Falz in den hinteren Bereich der Platte fräsen, der die Platte bündig an den Maschinentisch schieben lässt. Durch die überstehenden Schraubenköpfe der beiden Winkel ist es notwendig, Sacklochbohrungen auf der Unterseite des Falzes der Längsseite und der stumpfen Frontseite im Bereich der Anschlagstrebe zu bohren. Da die Bohrtiefe nicht zwingend millimetergenau tief sein muss, habe ich die Bohrung kurzerhand mit dem Akkubohrschrauber erledigt. Erst beim Auflegen der Frästischplatte auf den Tragewinkel ist mir aufgefallen, dass die Platte auf der Stirnseite noch ein bisschen Luft zum vorderen Winkel im Bereich der Anschlagstrebe hat. Daher werde ich sicherheitshalber einen weiteren Falz auf diese Frontseite mit meiner guten alten Scheppach-Tischfräse einfräsen. Das Aluminium-Tenut-Profil musste ich dazu vorher herausnehmen und anschließend wieder einsetzen. Um die Höhendifferenz der Winkel und der 28 mm dicken Frästischplatte zur Oberkante des Maschinentisches auszugleichen, habe ich eine Sperrholzzulage angefertigt, die ebenfalls Bohrungen im Bereich der Winkelverschraubung hat. Die Zulage verschraube ich fest von unten durch die anfangs im Projekt gebohrten Löcher mit dem Winkel. Um die Frästischplatte in ihrer Höhenlage später so genau wie möglich einstellen zu können, habe ich mir mehrere Justiermöglichkeiten eingeplant. Hier zum Beispiel bohre ich Löcher durch die Zulagen und den Winkeln. Diese Bohrungen bekommen ein Gewinde, sodass ich handelsübliche Sechskantschrauben als Justierschrauben umfunktionieren kann. In die Sechskantschrauben schneide ich mir einen Schlitz, um sie später von der Unterseite der Frästischplatte mit einem Schraubendreher hoch oder runter drehen zu können. Um die Justierschrauben nach dem genauen Einstellen der Höhe zu fixieren, drehe ich auf der Unterseite eine Mutter mit Sicherungsscheibe auf. Durch das nicht unerhebliche Eigengewicht der Frästischplatte mit dem Fräslift und dem Fräsmotor ist eine Abstützung der kompletten Einheit im vorderen Bereich des Oberfräsentisches notwendig. Dafür fertige ich mir einen Tragrahmen an, dessen Abmessung ich durch diese Hilfskonstruktion ermitteln werde. Um die Rahmenhöhe zu bestimmen, richte ich die Frästischplatte mit Hilfe der Justierschrauben unterhalb der Platte flächenbündig mit der Oberkante des Sägetisches aus. Mit Hilfe der Anschlagwinkel ist das kein Problem. Die Breite des Tragerahmens ergibt sich aus der Frästischplattenlänge. Auf der Bedienseite werde ich mit dem Rahmen ca. 30 mm für den Sicherheitsschalter zurückspringen. Bei der endgültigen Höhenbestimmung ziehe ich noch ca. 5 mm ab für die 4 Höheneinstellschrauben. Mit diesen von oben drehbaren Stellschrauben kann ich die Frästischplatte bei Bedarf im vorderen Bereich anheben oder absenken. Am Anschlag meines Rahmentisches habe ich mir die Länge für die 4 Rahmenhölzer eingestellt. Die längst laufenden Rahmenhölzer, auf der oben die Frästischplatte aufliegt, werden durchlaufend sein und die aufrechten Hölzer stehen dazwischen.
Durch diese Konstruktion verspreche ich mir eine optimalere vertikale Ablastung der Frästischeinheit. Die kurzen Reststücke verwende ich später noch für eine Querstrebe und eine horizontale Verbindung zum Sägemaschinenkörper. Als Rahmenverbindung habe ich mich für eine klassische Runddübelkonstruktion entschieden, da sie statisch gesehen immer eine bessere Alternative zur Verschraubung darstellt. An jeder Ecke sollen jeweils zwei Dübel eingesetzt werden. Um die Lage der Dübel am Rahmenende zu bestimmen, muss ich mir zunächst die Rahmenbreite auf die Holzenden mit einem Bleistiftstrich übertragen. Danach zeichne ich mir die Abstände der Dübel auf der Mitte der Rahmendicke an. Beim Bohren von meinen 12 mm Runddübellöchern kommt es auf eine hohe Genauigkeit an und daher muss ich sie an der Ständerbohrmaschine durchführen. Dadurch erhalte ich stets präzise vertikale Bohrungen. Auch die Abstände zwischen den beiden Bohrlöchern am Ende der Hölzer kann nur durch einen Anschlag an der Ständerbohrmaschine zu genauen Ergebnissen führen. Um die Bohrlöcher auf die Hirnholzenden der aufrechten Rahmenhölzer zu übertragen, nutze ich ein paar praktische Zentrierspitzen und eine selbstgebaute Hilfskonstruktion. An dieser Vorrichtung liegen die durchlaufenden Rahmenhölzer winklig und bündig an, wenn ich das Rahmenstück vertikal auf die Zentrierspitzen setze und den Bohrpunkt durch einen Hammerschlag übertrage. Um auch in die Hirnholzseiten der aufrechten Rahmenhölzer eine vertikale Bohrung zu bekommen, habe ich mir eine Schablone gebaut, die den Bohrer gerade führen wird. Wie schon erwähnt, kommt es beim Verleimen einer Runddübelverbindung auf Genauigkeit an. Gerade bei dickeren Holzdübeln kann ich deren korrekten Sitz in Bezug auf Verdrehung vor dem Verleimen durch trockenes Einschlagen nicht überprüfen, da ich die Dübel nicht wieder aus den Bohrlöchern bekommen würde. Schon beim Zusammenstecken der Rahmenhölzer merke ich, wie fest sich die Verbindung auch jetzt schon ohne Zwingen in die Hölzer einpresst und somit absolut verbindungssteif verbindet. Obwohl die vier Ecken bündig und geschlossen sind, setze ich zusätzlich noch ein paar Einhandzwingen mit hoher Druckkraft auf die durchlaufenden Rahmenhölzer. Der verleimte Rahmen kann nun ausreichend lange aushärten. Um eine horizontale Verbindung des Tragrahmens zum Unterbau der Kreissäge zu bekommen, muss ich eine Querstrebe einbauen. Leider habe ich kein langes Rahmenholz mehr, sodass ich mir zwei Reststücke in der Länge verleimen muss. Dazu schneide ich mir zwei 45-Grad-Gehrungen an die Hölzer und verleime sie stumpf miteinander. Nachdem der Holzleim ausgehärtet ist, bohre ich in der Mitte der Gehrung zwei durchgehende Löcher für Holzdübel. Da der komplette Rahmen später grün lackiert wird, kann ich die überstehenden Dübel absägen und nachschleifen. Und wie das manchmal so ist, hatte ich die Rahmenhöhe zwar richtig berechnet, aber beim Ablängen der aufrechten Rahmenhölzer einen Zahlendreher am Anschlag meiner Kreissäge eingestellt. Daher muss ich nun den Rahmen in der Höhe kürzen, was beim Auflegen des verleimten Tragrahmens auf den Rahmentisch meiner Formatkreissäge leicht zu handeln ist. Da ich nur 15 mm auf jeder Seite abschneide, ist der Querschnitt der Hölzer aber immer noch mehr als ausreichend. In das durchlaufende Oberstück des Tragrahmens bohre ich Löcher, um ihn später bei der Endmontage mit der Frästischplatte verschrauben zu können. Auf dem Unterstück des Tragrahmens habe ich mir die Lage der Höhenversteller angezeichnet und bohre sie jetzt mit einem Zentrierbohrer vor. Um die komplette Frästisch-Tragekonstruktion mit der Horizontalverbindung zum Unterbau der Kreissäge anzufertigen, muss ich zuerst die Lage des Tragrahmens an der Vorderseite der Frästischplatte festlegen. Dazu nutze ich eine Passleiste für einen gleichmäßig durchgängigen Abstand. Anschließend verschraube ich den Rahmen mit der Frästischplatte durch die zuvor gebohrten Löcher auf der Unterseite. Nachdem ich den Tragerahmen ausgerichtet habe, kann ich die Länge der Horizontalverbindung zur Säge ermitteln. Um den Fräsmotor später bequemer montieren und festschrauben zu können, muss ich am Oberstück des Tragrahmens eine kleine Ausklinkung machen. Nur so komme ich mit dem Sechskantschlüssel an die Befestigungsschrauben des Fräslifts. Um die Höhenlage der Querstrebe und der Horizontalverbindung festzulegen, nutze ich meine Holzrestekiste und lege einen Streifen Sperrholz und einen Anschlagwinkel darüber, um mir die Oberkante der Querstrebe zu übertragen. In dieser Lage habe ich später ausreichend Platz, um den Fräsmotor zu bedienen.
Die Querstrebe und alle anderen Bauteile der Frästisch-Tragekonstruktion verschraube ich mit Senkkopfschrauben stumpf durch die Rahmenhölzer, wobei ich alle Bohrlöcher versenke. Für die Horizontalverbindung des Tragrahmens zum Unterbau der Tischkreissäge habe ich mir eine Winkelkonstruktion ausgedacht, die ich mit Holzschrauben auf der stumpfen Seite mit dem Tragrahmen verbinde und auf der abgewinkelten Seite mit Sechskantgewindeschrauben durch das Blech des Kreissägenunterbaus. Da ich später noch Verkleidungsplatten an den Unterbau anbringen werde, prüfe ich stets die genaue Anbringung der einzelnen Bauteile. Die Schraubenlöcher der Tragkonstruktion habe ich verkittet und bringe nun vorläufig den Sicherheitsschalter auf der Bedienseite an, wo er auch später zur Nutzung bequem zu erreichen ist. Zur weiteren Bearbeitung oder besser gesagt zur Maßermittlung der Verkleidungsplatten stecke ich das Netzkabel des Fräsmotors und die Netzzuleitung in die Steckdosenanschlüsse des Sicherheitsschalters. Die Verkleidungsplatten, an denen später meine Fräsutensilien angebracht werden, schneide ich aus Multiplexresten passgenau zu, klinke sie an den Kabelbereichen aus, runde alle sichtbaren Kanten an der Kantenfräse leicht ab und bohre sie zur Verschraubung an die Tragkonstruktion vor. Da ich die Tragkonstruktion später in grün und die Verkleidungsplatten teilweise in gelb lackieren werde, habe ich am Rahmenholz eine Seitenblende aus dünnem Sperrholz angebracht, die in der Höhe wie die soeben befestigte Multiplexplatte ist. Die erste Halterung, die ich hier anschraube, ist für die Aufnahme der Magnetplatten des Fräsliftes gedacht. Aufgrund der Bautiefe des Sicherheitsschalters bietet sich diese Aufnahmehalterung für meine beiden Andruckvorrichtungen an. Sie ist auf der rechten Seite offen, damit ich die Vorrichtung bei Bedarf auch seitlich einschieben kann. Eine weitere Verstaumöglichkeit habe ich unter der ersten Blende angebracht. Sie dient zur Aufnahme der Maulschlüssel für den Fräsmotor und der Kurbel für den Fräslift. Die vordere Verkleidungsplatte habe ich in der Breite nicht durchgehend gefertigt, damit ich bequemer an das Drehrad zur Schrägverstellung des Kreissägeblattes komme. An der rechten Plattenseite habe ich eine Bohrung eingebracht, in der ich meinen Queranschlag für die T-Nut-Schiene der Frästischplatte einschieben kann. An die Seitenblende schraube ich zwei Klötzchen, die für den Abstand des Queranschlags notwendig sind. Später bohre ich noch einen Magneten in die Seitenplatte, der den Queranschlag fixiert. Für die beiden Sicherheitsvorrichtungen Fräserschutz und Anlaufringzuführung habe ich einen leicht zugänglichen, offenen Kasten hinter der Frontverkleidungsplatte angeschraubt. Die gesamte Tragunterkonstruktion ist nun soweit vorbereitet, dass ich sie demontieren kann, um sie zu schleifen und zu lackieren. Als Farbanstrich habe ich eine Acrylfarbe genommen, die ich mit dem Pinsel auftragen kann. Die Tragkonstruktion wird grün und die Halterung und Ablagen streiche ich gelb, um ein paar Farbakzente zu setzen. Nach mehreren Anstrichen kann ich nun die Frästisch-Unterkonstruktion wieder zusammenbauen. Zuerst schraube ich die Höhenverstellung an den bereits vorgebauten Positionen fest. Von meinem alten Oberfräsentisch habe ich mir die Werkbanklenkrollen abgeschraubt, um zwei davon für das Traguntergestell zu nutzen. Das hat den Vorteil, dass ich die gesamte Formatkreissäge inklusive Oberfräsentisch verfahren kann. Die Montage der Lenkrollen ist anhand einer deutschsprachigen Anleitung kein Problem. Den so vormontierten Tragrahmen verschraube ich nun mit dem Kreissägenunterbau. Nachdem ich die Frästischplatte auf dem Unterbau positioniert und bündig an die beiden Haltewinkel geschoben habe, kann ich sie mit den vier Stellschrauben flächenbündig mit der Sägetischplatte justieren. Gleichzeitig stelle ich die Höhenversteller so ein, dass die Frästischplatte absolut in Waage bzw. in einer Flucht mit dem Sägetisch ausgerichtet ist. Erst wenn diese Einstellungen stimmen, kontere ich die Stellschrauben am Auflagewinkel mit Unterlegscheiben und Sechskantmuttern fest. Abschließend drehe ich durch den Haltewinkel und der Sperrholzzulage vier Schrauben in die Frästischplatte, um sie endgültig zu fixieren. Etwas aufwendiger ist die Justierung des Parallelanschlags der Formatkreissäge. Hier muss ich die Anschlagstrebe im Abstand zum Maschinentisch und der Frästischplatte so einstellen, dass der Parallelanschlag gleichen Abstand zum Maschinenkörper hat. Außerdem muss ich darauf achten, dass die Anschlagstrebe in der Höhe so eingestellt wird, dass der Parallelanschlag beim Verschieben auf dem Maschinentisch nicht klemmt. Bevor ich den Fräslift wieder in die Frästischplatte einsetze, säubere ich ihn gründlich und mache die Verstellmechanik leichtgängiger.
Da ich die Flächenbündigkeit der Aluminium-Fräsliftplatte mit der Frästischplatte bereits in meinem alten Oberfräsentisch einjustiert hatte, brauche ich den Fräslift nur noch mit den Gewindeschrauben festdrehen. Durch die Ausklinkung des oberen Rahmenholzes kann ich den Fräsmotor nach dem Einsetzen bequem zugänglich mit dem Fräslift verschrauben und testen, ob das Vor- und Zurückschieben sowie das Schrägverstellen des Motors einwandfrei funktioniert. Da ich die folgenden Arbeitsschritte zum Befestigen der Verkleidungsplatten und Verstaumöglichkeiten der Fräsutensilien schon im unlackierten Zustand gezeigt habe, mache ich das jetzt zunächst auf der Bedienseite und anschließend auf der Abnahmeseite des Frästisches im Schnelldurchlauf. Das Ablagefach hinter der Verkleidungsplatte kann ich erst später einbauen, denn ich werde vorher noch einen Absaugtrichter an die Rahmenkonstruktion anschrauben. Ich habe diesen Trichter auf der Internetseite von Maschinenhandel Meier gefunden und verspreche mir davon, dass eventuelle Frässpäne dort hineinfallen und im Idealfall abgesaugt werden. Leider muss ich dazu den Fräsmotor noch einmal demontieren, um den Trichter einzusetzen und zu verschrauben. Idealerweise hängt der Fräsmotor direkt über dem Absaugloch des Trichters. Das Loch ist im Trichter außermittig angeordnet, also in diesem Fall zur Außenkante des Tragrahmens und nicht in der Mitte des Absaugtrichters. Die Netzkabel des Fräsmotors und des Sicherheitsschalters klemme ich mit Kabelbinder zusammen und verlege sie vorerst zur Absaugtonne hin. Und nun kann ich auch das vordere Ablagefach für meine beiden Sicherheitsvorrichtungen zum Oberfräsen anschrauben. Der Vollständigkeit halber befestige ich nun noch das Produktschild der HPL 1.0 Frästischplatte in die vorhandenen Bohrlöcher der Kunststoffkante. Meinen Kreck-Fräsanschlag nutze ich weiterhin, allerdings vorerst ohne die seitliche Führungsschiene mit der Mikrofeineinstellung. Stattdessen habe ich mir eine zweite Flügelschraube in das hintere Profil montiert. Die Absaugschlauchhalterung meiner Formatkreissäge war bisher an der Sägetischverbreiterung mit zwei Schrauben fest montiert. Das kann ich künftig nicht mehr so machen, denn wenn ich den Frästisch nutzen will, müsste ich sie jedes Mal abschrauben. Stattdessen habe ich mir eine kleine Grundplatte aus Holz gebaut, in der ich die Stange einschlage. Mit einer Ringmutter und einer T-Nut-Schiebeschraube kann ich die Absaugschlauchhalterung dann in der Profilleiste des Frästisches fest verspannen. Dieses System hat auch den Vorteil, dass ich die Richtung des Schlauches durch die Grundplattenlage bestimmen kann. Zur Absaugung der Frässpäne meines Oberfräsentisches nutze ich flexible Kunststoffschläuche mit einem Durchmesser von 60 mm. Bei der Vielzahl meiner Adapter hat sich der flexible Anschluss von 100 mm auf 60 mm als am passendsten erwiesen. Durch die 60er und 100er Sperrschieber kann ich die volle Leistung der DX1000 Absauganlage bei der Fräse oder Säge individuell nutzen. Für meine ersten Fräsversuche habe ich einen Abrundfräser mit Anlaufring genommen, der im Fräsmotor noch eingespannt war. Den Fräsanschlag habe ich nach vorne gezogen, um die Absaugleistung zu testen. Der Umbau bzw. Wechsel meiner Frästischkomponenten aus dem bisherigen Oberfräsentisch an die Formatkreissäge hat für mich einen echten Platzzuwachs in der Werkstatt gebracht und sich für mich definitiv gelohnt. Und während ich nun meinen bisherigen Oberfräsentisch komplett auseinanderbaue, bitte ich euch, den folgenden Sicherheitshinweis zu beachten.